schon mal das alles eingepackt. Oh nein. Jetzt ist mein Fächer auch noch kaputt. Hm, na gut. Von mir ist ganz losgehen. Bist du dir sicher? Nein, aber ist egal. Hallo! Herzlich willkommen bei Folge 91 von Mr. und Mrs. Clear. Hallo. Ich kann nichts dafür, es ist einfach zu heiß. Ich bin unschuldig. Ein bisschen warm. Ich habe ein bisschen PMS. Aber nichts, was dieses Quiz, das ich übrigens letztendlich gewinnen werde, nicht richten kann. Errechnest du dir eigentlich irgendwelche Chancen, das zu gewinnen? Ich will es gar nicht gewinnen. Warum spielen wir das dann? Schwierig. Weil ich mich darüber freue, dass du gewinnst. Dann macht es keinen Spaß, dann braucht man das hier gar nicht machen. Okay, ich möchte gewinnen, legen wir los. That is the spirit. Ich bin übrigens nicht anstrengend. Bist du eh nicht. Du, also wer letzte Woche die Folge nicht gesehen hat, wir haben uns gedacht, wir machen eine Art Pärchenquiz, weil wir heiraten ja bald und da sollte man ein bisschen was vom Partner wissen. Ich habe letzte Woche die Fragen an die Christiane gestellt. Und ich habe fabelhaft abgeschnitten. Und die paar Male, wo ich verkackt habe, habe ich nur verkackt, weil der Markus die Antworten selber nicht wusste. Das stimmt nicht. Doch, doch. Na, passt. Mhm. Legen wir los. Gerne. Erste Frage. Was koche ich am allerliebsten für dich? Also ich weiß, über was ich mich am meisten freue, wenn du das kochst. Und das ist aber nicht die Frage. Und das ist Erdbacken und das Bananenbrot. Ja, okay. Gilt. Was war mein erster Job? Subway. Ich war nie beim Subway, das war die Dominique. Hast du dir nicht immer davon erzählt, dass ich beim Subway so arsch war? Nein. Mein erster Job war bei einem Meinungsforschungsinstitut. So was. Nein, nein. Ich habe das auch mal gemacht. Ich habe einen Pizza Hut. Ah, das war's. Pizza Hut. Und der, Pizza aber war Pizza Hut vor? Nein. Bist du dir sicher? Ja. Ganz sicher. Fastfood-Kette, ist ja wurscht. Auch ein Meinungsforschungsinstitut ist eine Fastfood-Kette. Schnell beantworten. Frage 2 gleich einmal falsch beantwortet. Na passt. Was ist meine Schulgröße? 37. Schon seit der 4. Klasse Volksschule nicht mehr. 39. Dritte Frage falsch. Ich habe Größe 39 bei Sneakers, 40 bei normalen Schuhen. Aber 39, habe ich eh gesagt. Und 41 bei High Heels manchmal. Ich habe ein bisschen breite Füße. Nee, dafür kann ich nichts, dass ich deine Füße... Du hast mit 37 geantwortet. Als erstes. Dritte Frage. Falsch. Es macht so viel Spaß, mit dir Spiele zu spielen. So viel. Das ist unheimlich. So, wie viele Tattoos habe ich? 5. Ich muss immer 10. 1, 2, 3, 4, 5. Und die 2 von heute macht 7. Ich habe heute 2 Tattoos. Entschuldigung. Also. Na Markus, du weißt, dass es sie gibt. Was sagt ihr dazu? Ich hab's dir erzählt. Ich hab's bei einer Freundin von uns in den Insta-Stories gesehen. Ja, gerade auf dem Weg nach Hause habe ich es dir erzählt. Ich habe sie noch nicht gesehen, also sind es für mich nur 5. Du hast es mir noch immer nicht gezeigt. Bist du so wie beim Uno? Legst eine plus 2 auf eine plus 4 drauf? Geht auch nicht. Sagt wer? Uno selbst. Uno hat keine Ahnung. So, wo waren wir? Was war das Erste, das ich jemals für dich gekocht habe? Bananenbrot. I remember. Ah, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Ich schon. Und das war gebacken. Ich habe dir vorher nie was anderes gekocht. Nein. Bist du dir sicher? Mhm. Ja, okay. Muss ich jetzt gelten lassen, weil ich weiß es nicht besser. Punkt geht an dich, Tattoo-Punkt geht nicht an dich. Ich habe einfach 7 Tattoos, ich habe es dir am Telefon erzählt, es ist in den Stories und ich habe es dir jetzt gerade auf dem Weg nach Hause erzählt. Du hast es zwar nicht gesehen, aber du weißt, sie sind da. Somit gilt der Punkt nicht. Falls irgendwer mit mir jemals eine Show machen möchte, ich bin ein toller Quizmaster, wenn mir nicht heiß ist. Was war das letzte Buch, das ich gelesen habe? Still Like an Artist. Das ist ein urcooles Buch, das habe ich tatsächlich von meiner Freundin Leni, glaube ich. Da erklären sie quasi, wie das funktioniert mit der Inspiration und was Diebstahl ist, also was quasi ein Plagiat ist und was nicht. Ich war so schnell, das sind 5 Punkte. Austria, 9 Points. No.
Was ist mein liebster Ort in der Wohnung? Das frisch aufgeräumte Wohnzimmer mit einer neuen Vase mit Blumen drin. Das stimmt, aber am allerliebsten habe ich die Couch. Die steht vom Fernseher. Ich liebe den Fernseher, aber die Couch steht im Wohnzimmer. Deswegen lasse ich es gelten. Good for you, Markus. Beschreib mich in 3 Worten. Stark. Zielstrebig. Mhm. Und empathisch. Das liebe. Danke. Glaube ich. So. Was ist mein liebster Party-Song? Ja, irgendwas von der Beyoncé. No. Sicher? Ja, im Gegensatz zu dir weiß ich, was mein liebster Party-Song ist. Hm. Ding, ding, ding. Was sagst du? Interessiert mich. Es ist I'm Every Woman und zwar die Whitney Houston Vision. Ich wusste es. Ich liebe diesen Song. Na, du hast Beyoncé gesagt. Naja, das... Wehe! Du sagst jetzt, das ist... Die sind beide Song, gut. Ne? Ich habe eh gewusst, dass Whitney Houston, ich mag es nicht gewinnen lassen. Okay! Was bestelle ich immer, wenn wir was zum Essen bestellen? Sommerrollen. Sommerrollen. Ich liebe Sommerrollen. Tag und Nacht Sommerrollen. Ja, Vater, das stimmt. Auch im Winter. Womit kannst du mich richtig wütend machen? Wenn ich dir aus dem Weg gehe. Verbal. Du meinst, wenn du die Konversation verlässt, während wir streiten? Ja, wenn ich dir aus dem Weg gehe. Ich sehe so die Wörter auf mich zukommen und weiche dann aus wie bei Matrix. Da bin ich schon brennhaß, wenn ich nur dran denke. Nächste Frage. Was hätte ich gemacht, wenn ich nicht das mache, was ich jetzt mache? Friseurin. Du wolltest die Schule abbrechen und Friseurin werden. Ja. Meine Mama hat mir nicht erlaubt, die Schule abzubrechen. Was ist mein Mittelname? Toppe, weil ich habe sie auch auf das Schild drauf geschrieben bei unserer Verlobung. Genau. Mein Mittelname ist ein nigerianischer Name, er ist Temi Toppe. Übersetzt bedeutet das dankbar für alles. Wer ist mein Promi-Crush? Na gut. Fangen wir an bei Rihanna. Dann gehen wir zu Denzel Washington, rüber zu Idris Elba und dann der junge Mann, der bei Black Panther mitgespielt hat. Wer ist der? Michael B. Jordan. Passt. Hast du das gerade wirklich gemacht? Das waren wieder... Eine Frage, 4 Antworten, 4 Punkte. Nächste. Es war nur ein Spaß, Schatz. Na, passt. Was steht auf meiner Bucketlist? Safari und Nilpferde live sind. Oh. Und Elefanten, wenn es sich ausgeht. Und Giraffen. Oh. Und Löwen. Und aber Nilpferde an erster Stelle bei einer Safari. Na gut. Welche Augenfarbe habe ich? Braun. Kannst du bitte sagen, dass das stimmt? Ach so, ja, stimmt. Stimmt, sorry. Was sind meine 3 liebsten Filme? Zurück in die Zukunft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nein. Sobald sie gedreht werden. Dann die Farbe, ist es die Farbe Lila oder die Farbe Purple? Wie heißt der Film? Farbe Lila? Wo... Es ist die Farbe Lila und das ist ich ein Meisterwerk, das heißt ja. Die Farbe Purple. Miss Hess, aber ich habe als erster die Farbe Lila gesagt. Also ist ja. Was? Und welche Zurück in die Zukunft Teile sind? Na, 1 und 2. Ja. I know. Okay, was noch? 1 bis 2 und die Farbe Lila sind 3 Filme. Ich durfte auch nicht 3 Star Wars Filme nennen. Na, es waren schon 3 Filme. Ich bin Nein, Star Wars ist ein... Nein, es sind 3 Filme. Nein, Star Wars ist ein ganzes. Das hast du mir einfach nicht. Nein. Das war nur ein Spaß. Okay, ich helfe dir. Es spielen Bruce Willis Nein, du musst nicht. Und Samuel L. Jackson. Du musst nicht. Ja, okay, stirb langsam. Welcher Teil? Teil 2. Ist er bei Teil 1 da? Na schaut, da gibt es sogar Alexa. Es ist Teil 3. Sorry, Samuel. Na, der ist heiß.
Kann ich dir jetzt schon sagen. So. Hey. Du nicht, gell? Na, ich glaube, das war's. Ich habe eindeutig die höhere Punktezahl als die Crystal und bin somit der Sieger. Ehrlich gesagt, ich bedanke mich recht herzlich für die Teilnahme. Nein. Hallo. Ich glaube tatsächlich, dass du verloren hast. Wir sehen uns nächste Woche. Welcher Mensch glaubt, dass Samuel L. Jackson in Teil 2 von Stirb langsam mitgespielt hat? Hast du unter dem Baum gelebt die letzten 20 Jahre? Du bist heute so lieb zu mir. Alles dann. Wir sehen uns nächste Woche. Baba. Tschüss. Tschüss, Markus. Sag tschüss, Markus. Tschüss von Markus.